jeden Sonnenstrahl ausnutzen. Für mich ist die Holsteinische Schweiz meine Tankstelle. Wir haben Hügel, wir haben Täler, wir haben die Seenplatten und eine unglaubliche Abwechslung. Eine besondere Stimmung ist hier in der Holsteinischen Schweiz. Man kann sich hier richtig wohlfühlen. Man möchte hier gar nicht mehr weg. Wir haben hunderte von Seen und jeder See ist irgendwie anders. Und das ist das besonders Tolle und Reizvolle an diesem wunderschönen Fleckchen Erde. In der Holsteinischen Schweiz haben wir sehr viele Gärten, Kurparks, Küchengarten, historische Gärten, aber eben auch private Gärten. Und da finden auch viele Veranstaltungen statt. Viele Aktionen für Kinder, also eigentlich für jeden was dabei. Man erschafft was und sieht einfach auch das Ergebnis davon. Das Schönste ist eigentlich, dass die Menschen, die hier hineinkommen, entspannt sind und eine andere Stimmung haben. Weiß nicht. Kulinarisch hat es einiges zu bieten hier. Nicht nur Fischbrötchen, aber die ganz besonders. Die liebe ich. So lecker kann die Holsteinische Schweiz sein. Ja. Holsteiner dauert es ein bisschen länger, bevor man sie kennenlernt. Aber wenn man sie kennt, dann hat man sie auch richtig. Schnack, das kann ich sagen, das fange ich an. Der Schnack ist einfach ganz toll. Der typische Ostholsteiner kann auch mal stur sein. Ja, bei uns sagt man zur Begrüßung Moin. Bei Moin Moin ist man schon Schnacker. Für mich ist es immer wichtig, auch mal abschalten zu können, wenn man es will. Und das kann man hier sehr gut, finde ich. Man kann halt sehr gut entschleunigen hier. Süße Örtchen. Sehr, sehr nette Mensch. Ja. Malende ist mein Zuhause. Hier lebe ich, hier fühle ich mich wohl. Hier freue ich mich, immer wieder zurückzukommen. Das Schöne an Timmendorf ist, dass Timmendorf ein relativ kreatives Nest ist. Ja, was inspiriert, ist die Stille hier. Und der Ausblick über den ganzen See, das ist so klasse, das ist so beruhigend für uns, das ist so inspirierend. Wenn man es selber noch nicht kann, kann man innerhalb von Workshops selber mal probieren, ob man selber ein Künstler ist. Ja. Ich gehe los und erlebe jeden Tag was und das ist jeden Tag schön. Vom See aus das Plöner Schloss mit der Nikolaikirche vom Plön. Wenn man die sieht vom Wasser aus, das ist einfach nur traumhaft und für mich jedes Mal wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also Eutin hat einfach mit dem Schloss, den Museen, den Führungen und den Konzerten eine Tradition, die wir hier jeden Tag erleben und eben auch gerne mit anderen teilen. Für mich ist es the place to be. Ich könnte den ganzen Urlaub hier bleiben. Die Holsteinische Schweiz, what a wonderful world.